bin Günther Faltin, ich bin Hochschullehrer für Entrepreneurship. Die ein oder anderen von Ihnen werden mich kennen über die T-Kampagne und die Stiftung Entrepreneurship und den Entrepreneurship Summit. Ich finde, es ist wichtig, dass wir eine Ökonomie bekommen mit neuen Initiativen und dass wir eine Ökonomie bekommen, die sich aus diesem Wachstumsdruck, aus diesem Wachstumszwang versucht herauszulösen. Das ist das gemeinsame Thema, glaube ich, das wir haben. Wir müssen Druck ausüben. Die Politik allein schwenkt nicht um. Das sind einfach zu viele Interessen dahinter. Die Argumente sind eigentlich klar, aber um es mit Konrad Adenauer zu sagen, man muss die guten Argumente beharrlich wiederholen. Und ein Stück weit ist das ja auch im Gang. Und es dauert immer, bis sich neue Gedanken durchsetzen. Und die Vorstellung, dass eine Ökonomie, Wirtschaft nicht ewig weiter wachsen kann, ist eben noch in relativ wenigen Köpfen. Das war ja auch eine tolle Geschichte, immerwährendes Wachstum. Das hat eine Menge Probleme gelöst. Jetzt kommen wir an die Grenzen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das anders machen. Ich finde, es gehört eine Diskussion hin, die sagt, wir haben eine Ökonomie, die immer neue Bedürfnisse herauskitzelt. Und das ist natürlich eine angenehme Veranstaltung. Das hat einen hohen Unterhaltungswert, diese immer neuen Bedürfnisse. Und wir müssen davon Abschied nehmen. Wir müssen etwas hinbekommen, dass wir mit dem, was wir haben, zufrieden sind und nicht, also dieses Spiel, das die Unternehmen mit uns treiben, dieses immer neue Bedürfnisse herauskitzeln, das müssen wir durchbrechen. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, wo wir verstehen müssen, da spielen wir zum Teil mit, auch wenn wir in Opposition sind, das neue iPad, alle möglichen neuen Funktionen. Wir müssen ein Stück gucken, dass wir das zumindest verlangsamen und auch umdrehen. Also ich bin Professor für Ökonomie, da ist natürlich Ökonomie das Thema und Entrepreneurship. Welche andere Ökonomie, welche anderen Ansätze können wir bringen? Und ein Punkt ist, ich glaube, es haben noch nicht viele Leute verstanden, dass es heute gar nicht mehr um Produktion geht, sondern um das Verkaufen. Wir sind in einer Verkaufsschlacht. Es gibt eine Studie es gibt eine Reihe von Studien inzwischen, die sagen, dass der Aufwand im Marketing viel höher ist als der Aufwand für die Produktion, für die Herstellung von Waren. Weil wir in einer Ökonomie sind, wo es darauf ankommt, viel zu verkaufen. Und dieses Element, dass wir Marketing ein Stück zurücknehmen, dass wir diesen Verkaufsdruck bremsen oder vielleicht sogar umdrehen können, das ist ein Thema. Wir brauchen ja andere Ökonomie. Das ist mein Feld und da sehe ich die größten Handlungsmöglichkeiten.